Hi miteinander und willkommen auf Hey und Willkommen auf dem Weihnachtsserver. Ich stehe da in meiner Hütte, die ich schon gezeigt habe in der letzten Folge, da ist ja gar nicht so viel Neues oder was sich verändert hat. Allerdings hat sich draußen in der Welt um mich rum ziemlich viel getan. Da draußen, wo es gerade schneit und kalt ist, gibt's ganz viele Leute, die da neue Häusler und Sachen erbaut haben. Und ich werde jetzt da mal meine warme, schöne, gemütliche Wohnung verlasse, mein guter warmer Pulli-Ort hier hinausgehe, in die Kälte. Hallo? Machen wir die Türe zu und gucken uns mal ein bisschen um. Hui, diesmal sogar von Anfang an mit Schnee. Ich hab nicht vergessen, Ei zum Schalten. Dort oben ist ja das Born, genau. Und da Hanne überall war in der letzten Folge nur leer. Mittlerweile steht da richtig schön schnuckeliges kleines Häusle. Ha! Das hat der Chris dann aber, der Chris mit I. Dort hinter den Weg entlang geht's zum Bergdorf. Können wir mal ein bisschen umlaufen. Das Schild habe ich nicht kapiert. Da haben wir mal geschnitten, nochmal zum Gucken. Das ist mein Weg, der Hanne, der dann runter geht zu meiner Nebeneingangstüre. Und der Hanne wohnt der Chris, wie ich gesagt habe. Und der hat der Hanne sogar einen schönen Adventskranz bastelt. Mit zwei Lichtler. Hübsch, hübsch. Das gefällt mir. Habt ihr daheim auch einen Adventskranz? Ist das bei euch auch ein Brauch, dass man dann immer die Kerze anzündet rein? Also bei uns schon. Nur wir haben kein Kranz, sondern so ein langes, gerades Teil. Also. Aber vom Prinzip her ist gleich. Was ist denn das da? Ice Check. Hallo Ice Check Haus. Mir gefällt das grüne Dach. Aber sonst sieht es alles ziemlich düster aus, muss ich sagen. Aber das Dach ist schön. Ja, ja. Da stehen plötzlich richtig viele Häuser. Dahinter ist eins. Da ist aber das Dach noch nicht ganz fertig. Da hat es noch kein Dach. Da ist wohl ein Schneegitter. Dass der Schnee nicht runterfällt vom Dach. Ist auch eine coole Idee. Hoppla. Was sind wir da? Das ist ein Shop. Da kann man Kürbissache-Dinger kaufen. Und da ist Einzug nur mit Genehmigung. In unsere Bergsiedlung. Wer wohnt denn da? Oha, so viele. Okay, das ist so wahrscheinlich sozusagen ein kleines Einzeldörfle. Ein bisschen abseits von der großen Stadt dort hinter mit der Kirche und allem. Aber ganz hübsch so. Schöne kleine Häusle. Hui. Ich würde sagen, wir gehen mal danüber über die Brücke. Und gucke, dass wir wieder vor zu uns kommen zum Zentrum, wenn dein Weg nur umführt. Was ist hier? Toyo seine Bäume. Okay, was ist hier? Jemand, was weiß ich, habe ich nicht kapiert. Okay, wir laufen mal davor. Das Haus ist auch schön. Wow, das da oben ist toll. Das sieht ein bisschen aus wie beim Schiff, so die Galionsfigur, bei so einem Wikingerschiff oder sowas. Tja. Ah, Aichin, hallo. Den kenne ich sogar. Also, kenne im Sinne von ich weiß, dass sein Name existiert. Wow. Das sieht echt krass aus. Hui. Dann stapfen wir mal weiter durch die tiefe, tiefe Schnee. Können wir da nuff? Ah, müssen wir trotzdem hopfen. Schade. So. Ah, da haben wir mal eine schöne Aussicht. Da Hanne waren wir letztes Mal ganz am Anfang gestanden beim Marktplatz. Da ist die große Kirche, da waren wir ja auch schon drin. Was ist das denn für ein schnuckliges Häusle mit Claydach? Das ist ja auch hübsch. Pfarrhof, Block X, aha. Der Forenmensch, so. Gut, da Hanne jetzt, da waren wir ja schon gelaufen in der letzten Folge. Deshalb laufen wir mal ein bisschen in eine andere Richtung und gucken uns einfach ein bisschen um, was da die ganze Spieler so baut hin. Da stehen irgendwie, die Hütte da, die hat mich überzeugt, die ist richtig hübsch, ja, ja. Oder auch nicht. Die sieht merkwürdig aus. Alles aus Stein und komisch. Sorry, wenn du das siehst, dem die Hütte gehört. Aber kannst du dir mal die andere Häuser auch gucke und dann probiere. Hallo, was bist denn du für einer? Wie geht's dir? Ich muss was probieren. Geht es?
Muss ich so machen? Oh, das geht nicht. Ich dachte, das geht. Sorry, okay, ich lass dich. Ich hab eure schissere neue Version. Wir spielen ja in der 1.8, da, ne? Ich hab im Video gesehen, dass man den mit der Schere des Dings den Kürbis runter machen kann, dass die dann ein normales Gesicht sind. Aber ich glaube, das ist dann erst in der 1.11 oder so. Okay, wer wohnt da? Pavipat. Pavipat oder Pavipat oder Pavipat? Das wäre mal interessant zu wissen. Die Zäune sind übrigens mit dem Server Texture Pack keine Zäune, sondern Lichterkette. Nur bei mir sieht es so komisch aus, weil ich Noob bin und das nicht habe. Ja. Was haben wir noch so? Was ist das denn? Das sieht aus wie riese UFO. Aber irgendwie passt das nicht so ganz daher. Muss ich leider sagen, ja. Okay, da geht's noch weiter und dort geht's noch weiter. Ich gehe aber lieber mal in die Richtung. Und laufe dann wieder in große Bogen. Rückwärts. Also ich laufe nicht rückwärts. Das wäre langweilig, das sieht man ja nichts. Sondern vorwärts. Apropos. Rückwärtslaufe. Nicht ganz passend zum Rückwärtslauf, aber auch ganz lustig. Man kann ja Minecraft auf den Kopf stellen. Durch so super Secret Settings. Und dann sieht man alles auf dem Kopf. Und wer Flash kennt, der kann sich vorstellen, dass es vielleicht ganz schwierig werden kann, wenn man auf dem Kopf Flash spielt. Ja, das habe ich gemacht vor einer Weile im Video. Oder vor einer kurzen Weile. Ich kann das mal rechts oben schon verlinken. Wer da mal reingucken will, googelt gerne. Lass jetzt halt ganz, mach jetzt ein Kapuz-Video, gell? Ja. Oh. Da ist ein DeLorean. Ich weiß es. Ich habe ihn schon mal gesehen. Der ist da gelandet. Was steht hinter drauf? Out of time. Es musste echtes sein, denn nur einer hat dieses Kennzeichen. Tja. Deine wohnte das Dock, oder? Ach, fast richtig. Phantom gerade. Das Dock wohnt dort. Ups. Da war ich doch schon. Eigentlich müsste ich das wissen. Händler Vodafone. Okay. Deine ist Bücherei, das weiß ich auch. Bibliothek. Entschuldigung. Hallo? Alles voller eingestaubter Bücher. Hier. Kein Mensch da beim Lesen. Aber das hat bestimmt Ewigkeiten dauert, die ganze Bücherregale zum Farmen. Und da hat jemand wieder seine zerstörerische Wut ausgelassen und Scheibe zerschlagen. Mann. Und das, wo es doch so kalt ist hier im Winter. Mann. Da ist ja schon wieder so ein Kollege. Hallo? Bist du das, der vorhin da war? Hallo? Oder bist du ein anderer Kollege? Ey! Das sagt ja gar nichts. Spendenkiste. Nimm und gib, was du willst. Oh, da sind Eier drin. Was gäbe ich denn? Komm, ich gäbe einen Keks und einen Diamant. Vielleicht freut sich ja jemand über den Diamant. Den habe ich selber gekriegt. Ich weiß nicht woher. Und ich habe plötzlich zwei Diamanten im Inventar. Jetzt ist einer da drin. Ja, in einer Folge muss man schon mal ein bisschen so tun, als wäre man spendabel. Später hole ich mir wieder raus, ganz klar, wenn die Aufnahme aus ist. Nein, natürlich nicht. Der bleibt jetzt mal da drin. Keine Ahnung. Was bist denn du für ein dicker kleiner Schneemann? Fass mich nicht an. Okay, dann lasse ich dich halt. Apropos kleiner Schneemann dort hinten, steht ein riesiger Schneemann. Der ist mir noch gar nicht aufgefallen, obwohl er so riesig ist. Den müsste ich doch auch von meinem Haus sehen, oder? Glaube ich zumindest. Das da, ne? Habe ich schon mal sehr ohne, dass ihr dabei wart, so mit Aufnahme. Gefällt mir ziemlich gut die Mütze, auch wenn es ein ungewöhnliches Haus ist, aber optisch ganz schön. Oh, da kann man einspiegeln. Hui. Oder? Tannenbaum mit Geschenke. Oh, die Uhr. Die Uhr will ich auch. Oh. Hui, da muss ich mal betteln gehen, dass ich auch Uhr kriege. da steht nur ein Schneemann. Klick mal. Ja, mir macht das Spaß, mit einem Schneemann zu reden. Hallo, du Schneemann, du. Hallo. Okay. Da Hanne wohnt Isa und ich glaube Justin. Schade, dass kein Schildle da ist. Da ist Schildle. Ja, genau. Okay. Wir gehen mal in die Richtung weiter. Und runde dann unsere kleine Tour noch ab, indem wir da über die Brücke gehen und uns noch
Das heißt nicht da drüben angucken, weil dort wohnt jemand. Erstaunlich, gell? Was ist hier so? Da fällt nur schön das Dach. Da oben fliegt eine Kuh durch die Gegend. Und das da oben sieht ein bisschen merkwürdig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht so wirklich weihnachtsdörfisch. Was kann der da? Ja, mir macht es Spaß, mit einem Schneemann zu reden. Immer diese Schneemänner, was gibt's da? Frohe Weihnachtszeit. Ich habe sie gewarnt. Prädikantin, was ist Prädikantin? Heißt es Praktikantin oder soll das Prädikantin heißen? Ich weiß nicht, was es sein soll. Erkläre es mir bitte, danke. So, kommen wir da durch? Ah, zum Glück habe ich noch nicht so viel Käse diesen Winter. Da passe ich noch durch, gut. Dieses Häusli, oh, da ist sogar eine Türe offen. Machen wir mal zu, nicht, dass es so kalt wird da drin. Da heizt man ja umsonst, wenn man Tiere offen lässt. Das Haus gehört dem Ernst Lustig. Und ich glaube, ich kann sogar... Nein, genau. Das sind jede Menge Kisten, wahrscheinlich mit irgendwelchen Quests oder sowas. Ich guck mir's nicht an. Ich will ja hier nichts klauen oder spoilern. Kühlschrank. Oh, die Schranktüre sehen cool aus. Die gefallen mir. Wasserhahn. Ja, Das... Oha. Das Bett ist irgendwie... Bisschen professorisch da unten, oder? Weiß auch nicht. Wow. Eine Wand. Da kommt man Treppen auf und läuft erstmal boom gegen die Wand. Da ist das richtige Bett. Hahaha. Ich kann ihm erst schlüssig sein Bett schlafen. Ja, ja. Psst. Sag jetzt nicht. Nicht, dass der mich verklagt wegen Einbruch und Bettnutzung. Bettnutzungsgebühr erhebt oder sowas. Das wär's ja. Mann. Okay, wann haben wir da noch? General Enderix. Und dann kommen wir, glaubst du, ziemlich genau bei meinem Haus wieder raus. Haus wieder raus. Reim. Ich weiß nicht, wer das ist. Steht da vorne namens... Oh, klick. Ach, Menno, nichts passiert. Schade. Ali nur. Komm ich da rein? Nee, dann glotze ich mal durchs Fenster. Bisschen Stalkerei betreibe. Oh, wenn da gerade jemand drin ist. Wow, Zäune. Wow, Fackeln. Wow, Holz. Wow, Kisten. Okay. Gar nicht mal so außergewöhnlich. Dort ist ein Geschenk. Dort hinten steht der Weihnachtsmann. Vielleicht sehe ich den Weg in die hohen Häuser damit. Gehen wir mal nochmal da durch. Und da vorne ist doch schon mal ein Häusle. Ich erkenn's doch, mein Guts, als kleines Häusle. Da steht's. So, jetzt gucken wir erstmal geschwind. Schneemann. Doch, man sieht ein bisschen, aber na, der Baum verdeckt. Deshalb ist er mir nicht aufgefallen. Oder er ist neu, keine Ahnung. Naja, wir sind wieder daheim. Wir haben ein bisschen was gesehen. Vielleicht war ja euer Haus auch im Bild. Ich weiß es nicht. Ich habe ja gesagt, ich werde vielleicht noch die eine oder andere Folge machen. Und ich werde auf jeden Fall nur da Hanna meinen Laden eröffnen oder Eiweihe oder so, dass man da sich ein bisschen was kaufen kann, da Hanna. Weihnachtliche Klänge oder so. Mal gucken. Dazu muss ich aber auch noch ein bisschen Schallplatte farmen gehen. Vielleicht nehme ich euch da auch mit. Wenn ihr Lust drauf hättet, ich weiß es ja nicht. Könnt ihr mir ja mal sagen. Und sonst, hätte ich sagen, setze ich mich jetzt da oben irgendwo noch, da auf meinen Chefsessel. Und backe ein bisschen in die Gegend rum. Hallo? Jetzt geht's. Okay. Dann danke ich euch fürs Zugucken. Draußen schneit's gerade gar nicht mehr. Und... ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann bei der nächsten Folge vom Winterweihnachtsdingsda-Projekt von Hey und Willkommen wieder mitguckt. Wenn es euch Spaß gemacht hat. Wenn es euch nicht Spaß gemacht hat, sagt es mir bitte auch gern. Macht es auf jeden Fall gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.